So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Ghostbusters. Natürlich wieder mit meiner Freundin. Hallöchen. So, wir gehen ins Irrenhaus. Das ist die nächste Mission hier. Und zwar ungeduldige Patienten. Na, ich bin auch immer ungeduldig. Wir besuchen meine Oma. Oder meine Mutter. So, wen willst du spielen? Ich nehme sie mal. Okay, also wir haben ja gesagt, wir spielen immer den da, nämlich das ist der Wichtigste. Das heißt, ich spiele ihn jetzt da, dass der aufgelevelt wird, bis zum geht nicht mehr. Man kann auch Kostüme freischalten und... Ja, nur sind sie dann nicht grau, sondern schwarz, glaube ich, was ich weiß. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen irgendwie. Ich weiß nicht, was die Priorität aber dafür ist. So, wir drücken auf X. Wir müssen ganz kurz leise sein, damit die Charaktere ihren guten Text aufsagen. Ja, schauen wir mal. Als die Ladies den irren alten Sparky gesehen haben, ist er in der U-Bahn aufgetaucht. Aber vielleicht müssen wir ihn rufen. Hierher, Sparky. Komm her, Junge. Ach, er ist kein Hund. Er ist der körperlose Geist eines verstorbenen Menschen. Okay, wie ruft man den Geist eines dementen, toten Typen? Ganz einfach. Du musst, nun, hierher, Sparky, Sparky, Sparky! Wer ist ein guter Geist? Ja, du bist ein guter Geist! Wahnsinn. So, dann machen wir mal alles kaputt, da. Du hast jetzt auch recherchiert im Internet. Ja. Dass es das schlechteste Spiel 2016 gewesen ist. Das schlechteste bewertete Spiel. Okay. Also das bewertet wurde. Also ich muss sagen, so schlecht ist es jetzt auch nicht. Es gibt weitaus schlechtere Spiele. Die wurden aber noch nicht bewertet. So wie Transformers zum Beispiel. Transformers, das Spiel, das war... Ich weiß nicht, was man sich da einfallen hat lassen. Ich glaube, der Typ war ein bisschen auf Koks. Da ist das Spiel um Welten besser. Aber ja, jeden Menschen das Seinige. Gleich knallt es. Viele sagen ja auch, dass Dark Souls scheiße ist. Ja, wenn man es nicht kann, ist es sicher scheiße. Es ist ja auch ein Skillspiel. Umso besser, desto... Also umso mehr man lernt, desto besser ist es. Meiner macht Dauerfeuer, obwohl ich gar nichts drücke. Okay, passt. Drück auf Optionen und dann auf Kreis. Ah ja, genau, Optionen und Kreis, danke. Somit wird das wieder gerebootet da. Ja, du machst auch nichts, ja. Ich sehe es gerade. Sie drückt auch nichts. Waffe ist entflammt! So. Wir sollen nach links gehen, das heißt, wir gehen nach rechts zuerst. Da war auch eine Tür. Schauen wir mal, ob da was drinnen ist. Checken mal, was da abgeht. Und zwar nur ganz grün. Wenige Erfahrung. Ja, und alle für dich. Yay! Ich war als erstes da. Ja, das stimmt. Bin das Baby, musst mich lieb haben. Bin das Baby, musst mich lieb haben. So. Ja, das ist jetzt auch wieder bei mir entkommen, die Dinos. So, da ist das erste Geheimnis. Wir sollen eh in die Richtung gehen, das heißt, wir gehen nicht in die Richtung. Und randalieren erstmal ein bisschen. Ja, ich brauche die Erfahrungspunkte, du bist ziemlich weit vor mir. Das holst du doch ein. Wieso wackelt das, wenn man da drauf schießt? Schieß mal, ach so, da wegen dem Ding da. Aber schau mal, das wackelt, schau. Siehst du das? Ja. Aber es wird nicht kaputt. Ist halt so. Ist komisch. Naja. Da wollten sie was Neues ausprobieren beim Programmieren. Ach so, fliegende Bücher, schau mal. Das ist auch das erste Mal. Wir erinnern uns an den ersten Teil von den Ghostbusters, wo Ray sagt, hört mal, riecht ihr das? So. Ja, Erfahrungspunkte. Schau, da kommen immer wieder Zettel raus. Ja, das muss ja auch so sein. Das ist ja ein Unendlichkeitsding. Ich will aber jetzt draufschießen, bis keine Zettel mehr rauskriegen. Ja, da können wir lang aufnehmen. Ich glaube, da werde ich dann auch einen Cut setzen. 3 Stunden später. So, wir haben es endlich geschafft. Es hat auch gehört. Nein, es ist wieder nur hängen geblieben. Okay, irgendwas habe ich mit der KI gemacht. Mach sie fertig! Nichts Schlimmes machen, sonst werde ich eifersüchtig. Nein, um Gottes Willen. Würde ich mich eh nicht dran. So, wir gehen rechts runter. Schauen wir mal, da ist nichts. Okay, gut, dann gehen wir da mal kurz rein. Einfach nur mal stöbern. Ja, sehr gut, aber ansonsten ist hier auch nichts.
ich schau mal fern. Läuft. Kann man den eigentlich kaputt machen? No. Nein. Oh ja. Oh. Ich habe dafür Erfahrungspunkte gekriegt sogar. So, da müssen wir raufgehen. Das wird so gut. Da drüben ist ein Medikit, das ist auch gut. Und der erste Geist. Die Krankenschwester. Helga. Die können wir aber nicht fangen, die Helga. Leider. Später treffen wir ihre Schwester Gertrude. Gertrude. Nein, das war der Geist aus dem ersten Teil. Okay, das ist dann die Kunigunde. Kunigunde. Oder Brunhilde. Brunhilde von Schatt. Kennst du die? Ich weiß nicht. Von Django Unchained. Stimmt. By the way, bester Film von Quentin Tarantino. Danach Pulp Fiction. Finde ich. So, wir sollen links runter, rechts oben ist eh nichts. Oh ja, was Grünes. Du hast das kaputt gemacht. So, da war das Ding. Genau, das nehmen wir uns gleich mal. Oh nein! Oh, ein Geheimnis! Oh mein Gott, das bewegt sich. Paranormale Aktivität hier. Ja, sie haben sich auch vom Film inspirieren lassen. Ah, da ist er. Und da ist das erste Ding, was wir einsammeln können. Das ist mal gut. Das Blaue müssen wir auch noch finden. Nein, das Blaue habe ich auch schon gefunden. Ich bin so gut, ich bin so mächtig. So, friss das. Da hast du mal meine Granate. Ah, die Stunty-Granate, das ist gut zu wissen von den Typen. So. Alles klar, Leute, aufheizen! Bleib da und schmetter den Geist. Was mache ich da? Flieg nicht weg, Brunhilde. Bleib da. Ich kann gar nichts machen. Jetzt. Nein, ich kriege ihn nicht. Oh, jetzt. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Und geht schon. X. Das sollte man auch mal aufleveln, dass das leichter geht vielleicht. Oh, 5 kommen. Jawohl, wenigstens was. Fantastisch. So, das Blaue haben wir eh schon gefunden, was ich weiß. Und den Fernseher hast du auch schon geschrottet. Natürlich. Das war ja natürlich das Wichtigste. Der Fernseher ist das die Priorität hier in ihrem Haus. Das hat ja auch gerade die Leute so nicht gemacht. Die ganze Zeit Assassin's Creed spielen und nie weiterkommen, weil der Charakter sich einfach nicht weiter bewegt. Da würde ich auch mal irre werden. Oder in einen Turm glitscht. Ja, zum Beispiel. Oder in Unendlichkeit rauffliegt. Alles passiert in dem Spiel. Ich glaube, es gibt gar nichts, was nichts passieren würde. So, alles zerstören wieder, wie immer. Immer schön brav sammeln hier. Oh, ja, kommt's nur. Alles cool. Der nächste gleich da. Sehr gut. Aber ich mache guten Schaden, muss ich sagen, mit den Typen. Du machst natürlich weitaus mehr Schaden mit der Schrotflinte. Oh, da ist wer zu fangen, das ist auch gut. Immer noch. Oh, da ist schon wieder die. Wie hast du sie genannt? Gertrude? Ja, die Gertrude. Aber das ist ihre Schwester. Also die Brunhilde. Genau. Von Schaf. Ja. Nein, das ist jetzt schon wieder die Ute. Das die sind Ute. Drillinge. Die Ute, die Gute. Ja. Ah nein, Vierlinge. Die vierte heißt natürlich Dörte. Und Dörte. Steht ihr gut? Die Dörte. So, komm her da. Ich hab ihn schon. Jo, ich weiß, ich triff ihn nicht jetzt da. Schmetter den Geist! Schmetter den Geist! Und schmetter den Geist und geht schon X. Seid ihr ein Tänzchen? Komisch, Geister können durch Wände, aber nicht durch den Boden. Ja, und sie kommen immer in diese Fallen rein. Komm, 5! Sehr gut. Fantastisch! So, wir müssen da oben lang, das heißt, wir schauen mal kurz da runter, weil ich glaube, da ist eh schon Wand. Nein, da ist sogar eine Türe offen. Da ist ein Medikit, okay. Ansonsten war es das, okay. Normales Medikit. Ja, der Rollstuhl ist auch unsterblich. Aber wenn man in eine verflucht oder von Geistern, ja, besessene Irrenanstalt geht, gibt es immer irgendwo einen Rollstuhl, der sich bewegt. Das stimmt. Und wenn nicht sogar 2 oder 3. So, Hinterhalt, so wie immer. Ich finde aber die Bücher irgendwie geschmeidiger, nämlich die explodieren nicht. Ja, das stimmt. Und die schleimen dich auch nicht voll oder irgend sowas. Doch, wenn sie reinfliegen. Wirklich? Ja,
eigentlich sterben nicht alle Geister an. Ah, Erfahrungspunkte. Oh, gib mir Erfahrungspunkte, gib mir mehr. Oh. Hm, komm her. So, da müssen wir lang. Also da weiter rauf. Das heißt, wir schauen uns da unten noch um. Gibt es natürlich nichts. Wie soll es noch anders sein? Nur eine geschmackslose Einrichtung. Aha, da passiert was. Also das ist jetzt die Dörte, oder was? Genau, das ist die Dörte. Ah, die Dörte. So, die Dörte hat nicht sehr viel ausgehalten. Gott sei Dank. Komm ins Licht. Die bleiben da einfach oben stecken. Sollen mir auch recht sein. So, da müssen wir eh lang. Schauen wir mal da ganz kurz rein. Hin machen können wir nichts. Das ist aber lang. Das stimmt, ja. So, unten war auch noch eine Tür, gell? Genau gegenüber. Da waren wir auch noch nicht drinnen. Medikit. Okay. Oh, da geht's weiter. Nein, wir gehen aber wieder zurück. Genau, da drehen wir dann die Runde. Genau, wir drehen die Runde, nämlich da oben könnte auch noch was sein. Da oben rechts. Ja, tatsächlich. Noch ein Medikit. Na, die ganze Welt ist darauf ausgestrahlt, glaube ich. So viele Medikits. Was ist denn in diesen grünen Behältern da drinnen? Ektoplasma. Ja, das könnte sein, ja. Ektoplasma. Objekt in Reichweite. So, da runter soll man gehen. Aha. Ach so, okay. Da ist er aus. Das heißt, wir müssen wieder runtergehen. Und jetzt. Starkes Signal hier. So, da waren wir. Ja, da hätten wir durchgehen können. Und da unten wäre dann ein Geheimnis wieder. Oder eher ein Hinterhalt. Weg mit euch. So, da ist was mit Aufnehmen. Schau mal. Ja, da ist es. So, da kriegen wir jetzt einmal die Dinger. Die Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir da reinkommen. Also irgendwie. Da. Sehr gut. Da. So, wo ist der Scheißviech? Da ist er. Ja, natürlich, jetzt geht die obere Tür auf. Ui, Vorsicht. Ich sehe ihn. Hab ihn. Oh, ich sehe ihn. Hab ihn. So, stirb jetzt. Rotten wir sie aus, hat sie jetzt gesagt, oder? Oder schalten wir sie aus? Ich glaube, schalten wir sie aus. Okay. Schmetter City! Es ist ja ein Spiel für Kinder ab 6 Jahren, also. Das war nur ein Spaß. So, geht schon. Fingerbund klopfen. 5. So, 1, 2, wo ist das Blaue? Da, sehr gut. Viele Erfahrungspunkte hier. Wie viele ist das jetzt? Der zweite mich, von. Ja, und du hast mich eingeholt. Jo, ich hab dir eingeholt. Aber ich bin dir nicht böse, wenn du bist. Ist ja auch nur ein Spiel. Da ist noch was. Aktivier mal. Da ist was. Genau. Achso, das war nur ein Ding. Aber du kriegst auch Erfahrungspunkte dafür. Nämlich sie müssen wir auch raufpötzen mit der Schrotflinte. Die wird dann auch wichtig, dass sie viel Damage macht. So, wir sollen da weitergehen. Ich glaube, da oben war nur die Schlucht, oder? Ja, und schon wieder ein Medikit, okay. Sicher. Das könnte sein. Für Leute, die das nicht so oft verwenden vielleicht. Ich habe keine Ahnung. So, rechts wollen wir gehen. Du machst da eh alles kaputt. Die machen wir auch. Ah, okay. Schon wieder Bücher. Ich hasse Bücher. Sie haben zu viele Buchstaben. Und zu viele Seiten. Und sie sind so klein geschrieben immer. Ich mag lieber Comics. Das sind viele Bilder. Und wenig Buchstaben. Das stimmt, ja. Überhaupt Batman-Dinger. Bam, bum, bam. Genau. So, das war's. Nein.
Naja, von der anderen Seite auch noch. Und sogar auch was zum Fangen. Cool. Noch mehr Erfahrungspunkte hier. Und noch eine Dörte. Dörte. Wieso kommt die immer wieder? Muss ich die nicht schon ausschalten? Komm, Alter. Geht hier. Geh mal nicht am Arsch da. Frisch meine Ding. Alter, geht hier. Granate geworfen. So, er ist gleich. Super. Ich tu mal noch enthitzen. Na, ich wollte noch enthitzen. Die KI schießt daneben. Das kann doch nicht so schwer sein. Alles klar. Jawohl. 5 ist besser als gar nichts. Genau. So. Da nach hinten sollen wir gehen. Da ist noch was. Sehr gut. So, da sollen wir reingehen. Dann gehen wir da mal rein. Da ist auch was. Hier. Ganz in der Sehr gut. Das passt auch. Ich finde die Einrichtung schön. Ja, so schaut es bei mir zu Hause auch aus. Nur nicht so schmutzig. Sondern noch schmutziger. Ja, das hätte ich auch gesagt. Danke, das finde ich sehr lieb. So, alles ist cool. So, ja gut. Gehen wir mal darauf, würde ich sagen. Da ist auch was. Und wieder in die Kiste. Super, dass man kaputt schießen kann. Das ist so, was ist mit euch? Wozu haben wir euch eigentlich, ha? Etwas, dass wir euch beschützen, oder was? So, da sollen wir weitergehen. Schauen wir mal ganz kurz bei dir oben rein. Ah, da ist einer. Ein Selbstmordding. Geist. Voll geschleimt. Siehst du was drinnen? Nicht wirklich. Nix? Na, dann komm wieder raus, ich sehe nichts mehr. Achso, ich schieße die ganze Zeit nur. So. Hier irgendwas? Auch nicht. Okay. Bereit, Geist? Schleim raus! Oh, wow, wow, wow. Wieder etwas zum Fangen da. Schleim im Auge. Und Dörte und Brunhilde. Ja, so schreit. Ich sag gar nichts mehr. So, bitte kannst du jetzt sterben. Das wäre wirklich very nice from you. So, jetzt da. Frisst den Boden. So wie immer. Ja. Uns fallen ja auch keine neuen Sprüche ein, so wie den Charakteren da. Sie haben ja eigentlich auch keine Namen. Da haben sich die Entwickler wirklich viel Mühe gemacht. Extremst viel. In dieser Falle. Alles klar. Fantastisch. Du glaubst nicht, sie haben keinen Namen. Ja, was willst du? So, hier ist nichts drinnen. Und schauen wir nochmal gegenüber, würde ich sagen. Da war auch eine Tür. Nein. Irgendwas zum kaputt machen, auch nicht. Sehr einfallsreich. So, weiter geht's. Dann da rein. Da sind ihnen die Ideen ausgegangen. Oh mein Gott, wir entwickeln 4 neue Charaktere und geben ihnen keinen Namen. Kann man überhaupt ihnen Namen geben? Das ist sehr spannend. Naja, nennen wir den dicken Mike. Na, Abraham. Genau, das haben wir eh schon ausgemacht. Der heißt Abraham. Wie nennen wir dann den roten? Alex. Michelle. Heißt dann die Schwarze? Und die Weiße heißt, keine Ahnung. Ja, sie ist Jenny. Blond. Jenny ist gut. Jenny ist gut. Ein Doppelname wäre noch besser. Jenny Jacqueline. Jenny Jacqueline? Ja. So, da müssen wir raufgehen. Das heißt, wir gehen da lang. Oh mein Gott, schon wieder ein Ding. Sie ist blond. Naja, das sei dahingestellt. So, dann da rein. Da haben wir noch sowas.
ist hier irgendwas? Nix. Wer hat jetzt die Granate geworfen? Ich versehentlich. Achso, ich habe mir doch schon wieder die blöde KI. Du darfst. Ich werde. So, ist da unten irgendwas? Da ist mal nix. Keine Geheimnisse? Aha, okay. Vielleicht da oben irgendwas. Das ist ein cooles Bett. Das ist auch unzerstörbar. Schau mal. Ist das ein Boxspring-Bett? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass ich überhitzt bin. Ah, ich bin überhitzt. Ich hab keine Ahnung. Das ist mir eigentlich auch egal. Muss ich ehrlich zugeben. So, Erfahrungspunkte. Schön, wie es steigt. Gib mir mehr. Passt. Dann schauen wir mal links. Ja. Was ist da? Da ist Abgrund, okay. Das ist gut zu wissen. Komm raus, wo immer du bist. Wir sind nah dran. Schon wieder ein Ding. Ein Medikit. Ja, gib uns nur. Du kannst uns noch weitaus mehr geben. Damit kein Problem. Was? Da ist kein Medikit? Okay, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich auch. Macht das Spiel keinen Sinn mehr? Na, ich glaube, wir hören noch den Part auf und genug gespielt. Das war's mit unserem Let's Play. So, wieder Bücher. Immer nur Bücher, immer in dem gleichen Level, immer das gleiche nur. Könnte uns mal auch ein PlayStation-Spiel entgegenspielen. Entgegenfliegen. Ja, das wäre cool. Na doch, lieber. Der Sniper Ghost Warrior. Ja. Ein Xbox-Spiel. Das wäre cool, ja. Zerstöre sie. Sie sollen keinen Gewinn machen. Nein, weißt du, was richtig cool wäre? Wenn uns jetzt die ganzen E.T.-Spiele entgegenfliegen würden. Diese, die sie in der Wüste von Nevada vergraben haben. Ja, aber die sind ja von Atari. Genau, diese. Einer der ersten Konsolen. Und ja. Ja, was wurden, ich weiß nicht wie viele, Atari oder die Firma, die sie produziert hat, hat sie selber gekauft und in der Wüste in Nevada irgendwo vergraben. Schau, da. Oder so. Da ist ja dieses Gerücht. Ist dir jetzt gerade aufgefallen, was du genommen hast? Ein Medikit. Ja. Und? Ich bin glücklich drüber. Ich weiß. Endlich mal wieder. So, gehen wir runter. Da gibt's nichts mehr. Nein, da kannst du nicht durchgehen, du musst rundum durchgehen. Geht aber nicht, kannst du nicht klettern, kannst du nicht über Tisch klettern. Geht's da nicht drauf? Nein, wir sind hier richtig. Wir sind hier rein. Da unten können wir noch nachschauen, ob es da noch irgendwas gibt. Nein, gibt's auch nichts. Kein Medikit? Und kein Medikit schon wieder, ja. Ich bin wirklich enttäuscht. Jetzt bin ich auch schon langsam enttäuscht. Also es wird immer zacher. Ja, so schwer das Spiel. Ich muss mich öfters heilen. Schaut euch die KI an. Die kommt gar nicht mal mehr mit. Die hat wirklich aufgegeben. Wegen den Medikits, die ich da brauche. Ja, vielleicht. Es stört sie. So, was ist jetzt mit dir? Geht ja? Oh, ich bin schon wieder überhitzt. Ah, geht ja. So, da unten war was, das weiß ich. Da. Signal hier. Sonst noch irgendwo was? Nein. Da müssen wir weitergehen. Du hast gerade was kaputt gemacht, das ist auch gut. Ja, immer. Ich habe nur gefragt, was ist noch dazu kaputt gemacht. Was kann man auch kaputt. So, da oben ist nichts mehr, dann können wir weitergehen. So, und da müssen wir lang. Kein Medikit. Leider Gottes. Und du hättest das so dringend gebraucht. Ja. Du hast nur noch 95%. Nein, Begleiter 2 braucht noch mehr. Ah ja, 7%. Pervers. So, schauen wir da kurz mal rein. Siehst du? Oh, ein Geheimnis. Ein Hinterhalt. Aber das gibt uns auch wieder Punkte. Weg mit dir.
Ich glaube, es war schon wieder Zeit, dass ich das sage. Ja, aber das voll vor, wir machen das den ganzen Part durch. Dann wäre ich aber deppert. So wie in dem Lego Batman-Film. So, geradeaus weiter, das heißt, wir schauen da nochmal rein. Vielleicht ist da auch noch was drinnen. Ein Geheimnis. Ja. Oh ja, da hinten ist was Blaues, das heißt, da hinten ist auch so ein komisches Ding zum Einsammeln. Und noch mehr Bücher. Natürlich. Was ist das, Harry Potter? Harry Potter. Ich glaube ja Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Na, und der geheime Porno-Keller. Also das kennst du auch nicht, oder? Doch, doch. Und Cold Mirror? So, das war's. Du musst lauter reden. Ja, kenn ich. Ich sag's ja immer wieder. Aber sie haltet sich nicht dran. Tut mir leid, wenn man es nicht wirklich so gut hört. Ich bin das schon gewohnt, dass ich schreie. So, geht schon. Glück. So, das da oben. Das Blaue, glaube ich, haben wir schon gefunden. Und jetzt haben wir drei, oder? Ja. Weiter geht's. Jo. Es wird mir gar nicht der Weg angezeigt. Oh ja, da ist er. Kein Medikit da. Wieso liegt da kein Medikit? Also da müssen wir weiter. Ich weiß das immer. Ja, ich wollte nur nachschauen. Entschuldigung. Es sei nicht verziehen, mein Süßer. Ist aber lieb. Okay. Noch ein Geheimnis. Ah, da müssen wir mehr von denen aktivieren. Ja, ja. Das ist ja auch die Bücher wieder. Die wollen uns was beibringen, zerstören sie. Genau. Wissen an die Macht, mein Schwester. Wissen im 21. Jahrhundert. Genau. Da gibt's Google. Ja, genau. Hauptsache, man hat ein Smartphone in der Hand und man geht zu jemandem und fragt: Entschuldigung, wissen Sie, wo die Gasse ist? Ja, statt das dass man es einfach ins Smartphone eingibt. Das sind gar nicht alte Menschen, die das machen. Ja, das stimmt, das machen Junge. Wissen Sie, wo die Gasse ist? Nein, aber dein iPhone weiß es. Wozu gibt es diese Map? Ich habe da kein Datenvolumen mehr. Ja, dann ist er selber schuld. So, schmettern. Oh, das ich hat mich voll geschleimt. Ja, mich auch. Ich mach mal da unten den Ding kaputt, ja. Nach unten schmettern. Überraschungsspuker. Kümmert du dich oben um den Geist? Ich mach unten den Geist. Zum Schmetter. Los, Schmetterer. Schmettern. Zeit zum Schmetter. Los, Schmetterer. Geist schmettern. Alter, was sagt er da die ganze Zeit? Los, Geist schmettern. Los, los. Ja, Gott sei Dank. Schaffen wir es irgendwann mal im Let's Play auf 10? Ja, ja. Na, ja, ja. Geschafft haben wir schon einmal. Wir müssen es nur aufleveln. So, da unten ist nichts. Da drinnen gibt es auch nichts mehr. Das heißt, wir können dann gleich mal da straight weitergehen. Drei haben wir, gell? Ja. Nee. Ah, ich schaue immer wieder gerne mal. Oh, kein Medikit. Schon wieder nicht. Und du würdest das jetzt aber wirklich da, dringend schon brauchen? Ah, da! Okay, ja, na, dann spiele ich weiter jetzt. Dun, dun, dun! Dun, dun! Na, dann kommt's mal. Oh, ein Bäuerchen. Schau, wo ich mich hinstelle. Also hingedreht habe. Ah, oh, ich hab nicht drauf geschaut. Okay, langsam aber sicher wird's zart. Alter! Bleib da! So, ich glaube, ich werf mal da eine Granate rein. Nur so zum Spaß. Irgendwer hat uns gestunt, ich habe keine Ahnung wer.
Ich habe wieder mit der KI irgendwas gemacht. Ich habe keine Ahnung was. So, ich bin schon wieder außer Gefecht. So, aber sie ist auch gleich. So, jetzt da, komm. Bleib da. Und küsst den Boden. Schaut euch die KI an. Macht irgendwas. Okay, gut, ich mache auch irgendwas. Die Falle ist weit offen. Alles klar. Passt. Fantastisch. So, waren da oben Türen? Nein, oder? Wir müssen nämlich weiter runter. Da oben war. Nein, da oben war nix. Okay, dann können wir unten weitergehen. Jetzt geht's los. Was geht los? Ich sag's nur so. Ach so. So, hier ist auch nichts. Ja, kein Medikit. Ja, schon wieder nicht. Das ist komisch. Wenn's das nicht brauchst, kommt's. Und wenn's das brauchst, ist nicht da. Oh, ein Kontrollpunkt. Aber jetzt es ist ein Kontrollpunkt. Jetzt geht's los. Ein Geheimnis. Sehr gut. Eine Tür, die aufgeht. Und da ist auch schon. Das ist doch keine Ziel. So, tun wir gleich mal einsammeln. Medikits sammeln wir auch gleich ein. Ich war nämlich fast down, glaube ich. Die Dörte soll sterben. Die Dörte geht mir am Arsch. Geh meinem Freund nicht am Arsch. Komm her. Jetzt da. So. Fangen. Das blaue Ding müssen wir auch noch drinnen suchen. Ich habe nur das Ding eingesammelt, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Zeit zum Schmettern. Ein Handy? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was? Schleimiges Kinderspiel. So, blau. Da ist blau. Sehr gut. Ja, was soll denn das sein? Ungeduldige Patienten ist die Mission und das... Ja, aber was ist das, was wir da die ganze Zeit einsammeln? Ich glaube, ganz am Anfang wird es erklärt, wenn du das erste holst. Irgendwelche Maschinen oder... Ich habe keine Ahnung. Falls das ihr wisst, dann könnt ihr das gerne in die Comments schreiben. Ansonsten weiß ich es wirklich nicht. Ich habe jetzt keine Lust, das zu googeln. Nein, ich auch nicht. Was ist das für ein... Du musst in Google eingeben, was ist das für ein Scheißdreck, was wir da eigentlich einsammeln. Ghostbusters The Game. Die Antwort ist, wir wissen es selber nicht. Die Charaktere haben nicht mal Namen. Das wäre cool, die Antwort. Da hat sich jemand wohl sehr bemüht. Anscheinend, ja. Mindestens die Option, dass man sich Namen für die aussucht, wäre nicht schlecht. Das stimmt, außer Spieler 1, Spieler 2, Begleiter 2, Begleiter 3. Vielleicht sind das ihre Namen, Begleiter. Süß. Sind Bruder und Schwester. Hier was Geisterliches. Aha. Da ist er schon. Haha. Ich habe ihn aber noch erwischt. Oh, da kommt er. Ja, ja, einfach immer drauf. Wir schleimen vor, richtig? Schnelle Bücher. Schnelle Lektüren. Scheiß Algebra. Hier mal was echt Gutes. Du musst das lernen für die Zukunft. Ich habe das nie eingesetzt. So, geht schon, komm. Da sitze ich lieber daheim und nimm Let's Plays auf. Bevor ich Algebra lerne. So, das haben wir auch. Komm raus, wo immer du bist. So, da oben müssen wir weitergehen. Da unten gibt's eh nichts mehr. Eigentlich sollte es keine Geheimnisse mehr geben. Ah, da ist schon wieder einer. Komm mal rauf da bitte. Zur Ruhe gebettet. Was dann da durch? Ich mach da noch ein bisschen kaputt. Ja, ich mach nur kaputt. So, noch mehr Bücher, natürlich. Mathe, Englisch, Deutsch. Was gibt's alles noch? Ich hab keine Ahnung. Chemie. Ich hasse Physik. Und Chemie auch. Ich hasse diese Dinge. Warst du nie gut darin? Nicht wirklich, nein. Überhaupt Physik. Wir haben so einen Urorgen-Professor gehabt.
gehabt. Eichel war sein Name. Der hat immer gesagt, also der ist immer an der Tafel gestanden und wenn er dann irgendetwas Wichtiges gesagt hat, hat er dann immer gesagt, aufpassen, Merksatz, Stifte zücken und aufschreiben, kommt im Test vor. Und dann hat er da irgendwas halt erzählt, was halt wichtig war dann. Das Coole ist, wenn wir Test gemacht haben, hat er nie drauf geachtet, was wir gemacht haben. Also du hast doch locker schummeln können halt. Das meine ich halt damit. Das war ziemlich nice. So, wo müssen wir hin? Da unten. Weiter geht's. Ich sag lieber nicht, wie ich in Physik bin. Sonst bist du ganz traurig. Ich muss lauter reden. Ich sag lieber nicht, wie ich in Physik war, sonst bist du ganz traurig. Ja, du warst eh immer gut. In jedem Fach bist du gut. Ja, ich weiß. Meine Freundin hat einen IQ von 220 und ist mit einem Typen zusammen, der Let's Lesen hat. Also gut, ja. Das spricht wiederum für sich selbst. Aber ja. Übertreib nicht. Okay, 320. Schleim dich nicht ein. Was gut. Willst du heute noch damit erreichen? Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Medikit! Yay! Ich hab's gefunden. Sehr gut. Und ich Schweizer. Da ist was. Sind wir schon beim Endgegner, oder? Übernatürlich! Paranormale Aktivitäten. Wow! Der Film war auch so beschissen. Ich fand die Farschen immer super. Ja, das mit den Ghostbusters war das Beste. Das sind paranormale Aktivitäten in meinem Haus. Wir müssen die Ghostbusters suchen. Nur finde ich das Video nicht mehr auf YouTube. Ich finde es nirgendwo mehr. Ich habe es überall gesucht und keine Ahnung, es ist weg. Leider. Sonst hätte ich jetzt einen Link da reingegeben. In die Beschreibung. So, die Bücher kommen zu mir. Nein, jetzt nicht mehr. Die gehen wieder. Sehr gut. Los! Passt. Mehr will ich auch gar nicht. So, aktivieren und mal schauen, ob da was ist. Aber ich glaube nicht. Nein. Wir sollten eigentlich langsam am Schluss sein. Kann schon sein. Die Maps werden immer verwinkelter und länger. Es passiert nichts Neues, es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Derselbe Dreck. Aber es macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht. Es gibt schlimmere Spiele, wie gesagt. Genau. Weitaus schlimmere. Assassin's Creed zum Beispiel. In Assassin's Creed ist schon gut. Ja, wenn man es durchgespielt hat, dann ist es auch gut. Aha. Sniper Ghost Warrior. Das stimmt. Okay, da ist Boss. Ein Boss, glaube ich. Der Endboss. Oh ja, ich glaube, das ist der Endboss. Ich glaube schon. Ach, okay, komm jetzt. Wir sind alle auf 100%. Die KI ist auch da. Wir sind startklar. Komm jetzt. Los. Und Zombies kommen auch noch. Konzentrieren wir uns nur auf Dörte. Damit wir das Level so schnell wie möglich hinter uns haben. Warte, ich hilf dir mal bei der Fetten da. Oh, das sind Selbstzerstörer, pass auf. Meine Kollegen haben schon stell mich immer hinter dich. Hey, bleib da! Na, dann geh halt weg. Die muss aber auch durch die Tür kommen, das ist witzig, kleiner Geist. Jetzt einstellen, dass die durch, dass sie nicht durch die Tür muss. Also, das ist ja super programmiert. Geister, die durch Türen gehen müssen und nicht durch Wände gehen können. Das ist mal was ganz Neues. So, wir können sie schon fangen. Warte, ich mach noch die. Mach du die, klar. Ich kümmere mich um die da. Komm. Geht ja.
schmettert den Geist. Schau mal auf deine Lebensanzeige. 69. Und? Achso, 69. Alles weit offen. Ja. Nicht lustig. Ah, wir waren nur auf 3. Urschwach. Urschwach. So, wir sind fertig. Genau so eliminiert man eine. Genau so eliminiert man. Ja, ja. 69. Ja. Meine Glückszahl ist das. So, schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Wie viele Level wir aufsteigen. Soll ich einfach auf X drücken oder? Ja, bitte. Ja, das dauert immer so lange. So, ich drück mal X. Auf 5 sind wir gekommen. Super. 2 Level up. Wie viele Punkte? 5 haben wir gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Hören wir mal die Bewegungsgeschwindigkeit. Du musst den Schaden von der Waffe raufhauen. Das da, oder? Steigert die Basiswaffenreichweite. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Oder das Fallenmultiplikator kann ich ja nicht. Ja, machen. Das machen wir jetzt da. Da hau ich gleich alle 5 Punkte rein. Da bei ihm hau ich alle 5 Punkte rein. Nämlich du spielst ihm eh im nächsten Ding. Der ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, passt. Eigentlich wollte ich auch seinen Schaden raufhauen, aber ist ja wurscht, passt schon. So, ja. Neues Level wurde freigeschalten, babibabo, ja, ja. Und zwar das hier. Eine schockierende Entdeckung. Wir haben kein Bier mehr, oder was? Ja, so ungefähr. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's das gut. Danke, danke. Tschüss, Papa, euer Herzfehler und meine Freundin. Tschüss. Ciao.